Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Ich freue mich, dass du dir mein Video wieder anschaust. Heute bin ich einmal durch die Stadt gegangen und dann hier beim Schlosspark wieder mal gelandet. Ich hatte ja schon ein Video oder mehrere Videos über den Schlosspark gemacht, blende ich euch hier oben mal ein. Und jetzt bin ich halt mit der neuen GoPro Hero 9 Black hier unterwegs und dann möchte ich euch ein bisschen einen anderen Weg noch durch den Park zeigen. Gehe ich jetzt mal den Weg lang, den ich vorher bei den Videos mit der Drohne nicht gegangen bin. Den kann ich euch jetzt noch mal zeigen. Das ist halt der hintere Weg ums Schloss herum. Am Wassergraben, am Burggraben entlang. Und da dachte ich mir, die Gelegenheit ist gut, um die neue GoPro Hero 9 da ein wenig auszutesten. Also gehen wir hier mal lang. Der Schlosspark hier beim Schloss Ristebüttel in Cuxhaven ist mir ja sehr vertraut, da ich früher hier ganz in der Nähe gewohnt habe, direkt in der Fußgängerzone. Und hatte ich auch noch meine Hunde, den Nico und den Kasimir. Der Nico ist dann recht früh verstorben und der Kasimir ist im April letzten Jahres von mir gegangen. Und wie die beiden halt noch lebten, habe ich hier immer viel Zeit mit denen verbracht. Ja, und das ist halt eine richtig schöne Schlossanlage hier, in der man schön mal spazieren gehen kann. Wenn das Wetter schön ist, kann man sich hier auch auf eine der Bänke setzen, die Sonne genießen. Das ist schon ganz schön klasse hier. Viele seltene Bäume gibt es hier zu bestaunen. Da haben wir eine japanische Blütenkirsche. Okay. Ja, in meinem Video, in meinem Vergleichsvideo mit den drei Kameras, da ist mir halt aufgefallen mit der Hero 9, dass die Windgeräusche doch ganz schön knackig waren. Na, nee, das war nicht in dem Video, das war in dem Küstenvideo, in dem Hafenvideo vom Fischereihafen, im zweiten vom Amerikahafen. Da waren die Windgeräusche doch ziemlich heftig. Und deswegen habe ich jetzt für die GoPro Hero 9 so kleine Windbüschel für die beiden Mikrofone besorgt. Ich hoffe, dass dadurch der Sound besser ist. Wobei, heute wäre es auch ohne gegangen. Ist nicht so windig, ziemlich windstill heute. Und deswegen habe ich auch in den Einstellungen der Kamera den Windfilter rausgenommen. Den Burggraben, den Schlossgraben, da kommt gerade eine Ente vorbei. Zwei Enten. Auf der Suche nach Futter.
haben wir eine schöne Winterlinde und ein kleines Zuhause für Fledermäuse. Auch interessant. Ja, auf diesem Weg kommen wir dann wieder direkt zum Schweizer Haus. Das hatte ich euch ja in dem Video mit der Mavic Air 2 vorgestellt, mit dem Active Track Testing. Das ist ein schöner alter Baumstamm. Toter alter Baumstamm. Mal da mal reinfilmen. Was zu erkennen ist. Des alten Baumstamms. Hier eine kleine Blume, die auf dem Baumstamm wächst. Freilichtbühne im Schlosspark, Blitzebüttel in Cuxhaven. Dieses Jahr sicherlich keine Vorführung hier, da Corona noch das gesamte Geschehen fest im Griff hält und öffentliche Veranstaltungen hier zumindest so ziemlich gegen Null gehen. Ist dann wieder das Schweizer Haus. Ich schaue mal, dass ich vielleicht sogar wieder ein paar von den damaligen Drohnenaufnahmen hier jetzt einblende. Das ist immer sehr gut kombiniert. Ja, und das ist dann wieder der Weg direkt zum Schloss zurück. Wir werden dann gleich auch noch in dem inneren Weg direkt um das Schloss herum einmal entlang gehen. Das hatte ich bei den letzten Aufnahmen auch nicht gemacht. Ist bestimmt auch interessant zu sehen. Ja, Schweizer Haus. Sehr schön, sehr schön. Ich versuche mich auch ein wenig von der Seite zu filmen, um so mal abzuchecken, wie die Lichtwechsel stattfinden bei der Hero 9, sich das Bild daran anpasst und natürlich auch, wie überhaupt das im Hintergrund erscheint mit dem vielen Grün, ob man da schön was erkennen kann. Die Details und die Schärfe gut wiedergegeben wird. Ich war ja ganz begeistert von den Aufnahmen, die ich am Amerika-Hafen gemacht habe. Es waren ja nicht sehr viele, aber das schöne 5K-Bild, das hat mich doch ziemlich überzeugt von der GoPro Hero 9. Es gibt ja auch noch die Insta One 360. Die hatte ich vorher noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Die ist natürlich auch sehr interessant, weil sie 5,3 K-Auflösung hat. Das nimmt sie jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel.
zu den 5K der GoPro Hero 9. Aber sie hat halt die Möglichkeit, mit auswechselbaren Objektiven zu einer vollwertigen 360-Grad-Kamera umgebaut zu werden. Preislich liegt sie jetzt mittlerweile auch ungefähr auf dem Level der GoPro. Ist also günstiger geworden. Ist ja klar, aufgrund des Konkurrenzdrucks. Das ist das Schloss. Und dann nehmen wir mal den inneren Weg. Das ist ein kleiner Trampelpfad, der direkt in die Schlossanlage führt. Moderne Kunst am Schlossweg am Rande. Hier seht ihr dann auch sehr gut den teichartigen Schlossgraben. Ein wirklich schöner Ort, um mal auszuspannen, Kraft zu tanken. Dafür ist das hier eigentlich ganz gut geeignet. Hier geht dann nochmal so ein kleiner Weg nach oben ab, auf den oberen Platz. Da komme ich dann vielleicht auch nachher noch mal zu, dass ich euch den noch zeige. So viele Menschen sind hier heute auch nicht unterwegs. Ja, das sieht das eigentlich mal ganz gut machen. Und die Enten rufen sich hier gegenseitig zu, erzählen sich was. Auch richtig schön. Ja. An dieser Seite kann man dann auch das Schweizer Haus sehr gut sehen. Die Front vom Schweizer Haus, die ich ja auch mit der Drohne gefilmt hatte vorher. Da bin ich dann halt direkt mit der Drohne über das Wasser geflogen, darüber geschwebt. Ja, das ist nochmal das Schweizer Haus von dieser Seite. Zeit hat, dann kann man hier gerne herkommen, ein paar ruhige Minuten oder auch Stunden verbringen, die Landschaft genießen, gute Luft, gute Nordseeluft und das Entengequake. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt hier weiter. Dem kleinen Uferpfad hier direkt. Es gibt schon einige schöne Sachen in Cuxhaven zu entdecken. Man muss nur ein bisschen mobil sein und mal rumschauen. Etliche kleine Perlen auf dem Weg. Füttern im Schlosspark ist auch eine Idee. Kann man gut mal mit der Familie machen. Eigentlich ist es ja verboten, man soll ja die Enten nicht füttern. Die sollen sich ja ihr Futter selber suchen. Aber solange man sich dabei nicht erwischen lässt.
Gut. Ja. Dann geht es jetzt hier weiter. Du bist sogar ein Fischreiher. Auch eher selten zu sehen. Moin. 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 Ist das nicht der Kormoran? Ja. Aber die sind doch normal immer schwarz, ne? Ja, das könnte auch so eine Art Fischreiher sein, ne? Ja, aber die sind ja eigentlich viel schlanker und der Schnabel eigentlich länger. Aber der lässt sich hier öfter mal sehen. Ja? Ja. Ja. Den habe ich schon ein paar Mal. Nicht, ne? Nö. Nee. Der hat die Ruhe weg, ne? Denn die wir bisher so immer kennen, das sind... Die sind schlanker, haben längeren Schnabel. Ja, ja, die sind auch etwas größer, glaube ich. Ja, ne? Ja. Mhm, genau. Das muss noch so eine Unterart sein, dieses hier. Ja, die so bei uns da an den Teichen kommen Und dann, oder auf dem Dach sitzen. Ja, genau, richtig, ja. Die sind immer schön anzusehen. Ja, ja. Letztens saß er auf dem Brunnen bei uns, da habe ich gedacht, ist da ein Haus aufgekommen. Dann gucke ich, da war er da. Ja. Ging da runter. Ein ganzes Stück am Rasen entlang, zum Teich hin. Ja, und dann hat er irgendwas gehört, haut er ab. Das ist schon interessant. Ja. Ja, die sind ja auch neugierig dann irgendwo. Ja, natürlich. Klar. Aber bei den Fischen konnte er nicht bei. Nee, nee. Da war ein Netz drüber. Ja, das hat sich nicht gelohnt. Ja, wünsche noch einen schönen Tag, ne? Ja, danke gleich. Tschüss. Das war der Reiher. Der Geierreiher. Und dann geht es hier auch schon wieder weiter. Oh. Und zu guter Letzt will ich dann noch mal schauen, dass ich oben noch mal lang gehe, wenn ich den Weg gleich wieder finde. Oben am Schloss. Der Weg ist dann hier vorne gleich. Weg oben hoch zum Platz. Dann kann man auch noch mal auf das Schloss schauen. Etliche Stufen für uns zum Erfolg. Wir werden sie alle erklimmen. Unten findet auch gerade eine Hochzeit statt. Dafür ist das Schloss ja auch sehr beliebt als Standesamt. Gut, wir gehen hier hoch. Ja, das ist dann der oberste Platz hier, Aufenthalts. Und unten die Hochzeit. Hier oben der Matthias, der sie filmt. Früher habe ich ja professionell Hochzeiten gefilmt. Habe davon gelebt. Das war natürlich auch immer sehr aufregend. Aber halt auch sehr anstrengend, weil man dann natürlich
das Hochzeitspaar den ganzen Tag mit der Kamera begleitet. Und so konnte so ein Drehtag auch schon mal locker morgens vom Standesamt, vielleicht um 10 Uhr bis dann Mitternacht gehen. Ja, das wäre das Schloss. Eine kurze Detailaufnahme. Das habe ich ja mit der Drohne richtig gut gefilmt. Backsteingotik, sehr bekannt dafür. Es war ja ehemals nur ein Turm, ein Wohnturm, und wurde dann zum Schloss weiter ausgebaut. Gut, dann machen wir diesen Weg lang und dann haben wir auch das Schloss komplett umrundet. Diese Aufnahme hatte ich ja beim letzten Mal nicht gemacht. Schloss und die Schlossanlage werden normalerweise auch im Dezember dann für den Cuxhavener Weihnachtsmarkt genutzt. Das ist eine schöne Kulisse dafür. In diesem Jahr weiß man gar nicht, ob der stattfinden wird. Ich vermute schon, aber dann wohl ohne Ausschank von Alkohol. Halt wegen den ganzen Corona-Bedingungen. Von hier oben hat man auch noch mal einen guten Blick unten auf den Teich. Das Schweizer Haus ist jetzt von hier nicht zu sehen. Das wäre natürlich auch eine gute Location gewesen, um mal mit der Drohne zu fliegen. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, gut. Damit sind wir auch schon wieder am Ende meines heutigen Videos. Ich freue mich, dass ihr es bis zum Schluss wieder angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder schreibt mir einen kleinen Kommentar. Freue ich mich natürlich immer drüber. Und ansonsten bleibt mir nur, euch zu wünschen, dass ihr alle gesund bleibt. Habt viel Spaß, unternehmt tolle Sachen, geht raus, macht was mit Freunden und eurer Familie. Ja, und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias.